Bevor es so richtig losgeht, meine Lästerschwestern und Königsanwärter, schaut doch einmal bei mir im Fanshop vorbei, damit ihr auch so richtig ausgerüstet seid, wenn es wieder hier richtig rund geht. Link findet ihr natürlich hier in der Beschreibung. Los geht's. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar Zuschauerclips, jetzt aber die Nummer 10. Vielen Dank für die wunderbaren Videos und hier nochmal die Aufforderung, wenn ihr tolle Videos habt, Dashcam-Videos, Handy-Videos, Actioncam-Videos, die ich mir unbedingt anschauen soll und mal meinen Senf dazu geben soll, schickt sie mir ruhig zu, die E-Mail-Adresse natürlich hier unten in der Beschreibung und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, los geht da und vielleicht kriegen wir heute unseren König des Tages, aber wie gesagt, das funktioniert nur, wenn meine Lästerschwestern mit am Start sind. So, jetzt genug gedrückt. Ich würde sagen, wir beginnen. Bitteschön. Und zwar möchten wir hier gerne einen Autobahnwechsel machen. Wir fahren jetzt hier auf die Auffahrt drauf. Eine langgezogene Kurve. So. Und jetzt kommen wir auf den Beschleunigungsstreifen. Ab jetzt eigentlich richtig Gas geben. Und was sehen da meine entzündeten Augen? Da steht hier ein Transporter, klein LKW. Hat er überhaupt Warnblink an? Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Warnblink an hat. Und dort steht der dazugehörige Fahrer. Ich meine, wie faul muss man sein, dass man sein... Der hat ja überhaupt keinen Warndreieck aufgestellt, anscheinend auch überhaupt keinen Warnblink angemacht. Wie faul kann man sein, so egoistisch sein, da nicht abzusichern? Genau an so einer Stelle. Normalerweise vor der Kurve müsste er sein Warndreieck aufstellen. Dann bitte mal auch das Warnlicht anmachen und eine Weste. Nee, steht er da und telefoniert. Und dann versuche ich... Ich weiß ja nicht, was mit dem Fahrzeug los ist. Aber dann versuche ich so weit, wie es geht, nach vorne. Wenn möglich, sogar hier auf dem Seitenstreifen. Jetzt kommen wir hier mit einem PKW. Das ist ja alles noch in Ordnung. Aber was ist denn, wenn jetzt ein LKW kommt? Der braucht teilweise die Beschleunigungsstrecke. Also das ist hier alles falsch, was man falsch machen kann. So, wir fahren weiter. So, wir bleiben stehen. Ich halte mal das Bild an und wir lassen das Bild mal auf uns wirken und da stellt sich die Frage, warum bleiben wir stehen? Es ist grün! Du darfst fahren! Aber es passiert so vielen Leuten, einfach mal stehen bleiben bei grün. Keine Ahnung warum. Ja, gestern um die Uhrzeit war rot, da bin ich auch stehen geblieben. So, wir fahren weiter. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir nicht bei rot stehen bleiben. So, wir kriegen gerade noch gelb, das ist in Ordnung. Ja, was heißt in Ordnung? Normalerweise, gelb ist ja das Signal. Digga, du musst stehen bleiben, schau mal, da hinten funktioniert das. Kannst jetzt auf die Bremse ohne Gefahr, dass uns hinten einer drauf fährt. Aber nicht, ja los, jetzt aber nochmal schnell rüber. Gelb ist halt neutral, so gesehen. Aber was ich meine mit Rotlicht ist der Fußgänger. Es ist rot, trotzdem läuft er über die Straße. Und anscheinend Fußgänger, die keinen Führerschein haben, wissen nicht, was das für einen Rattenschwanz mit sich ziehen kann. Wir stehen jetzt mitten auf der Kreuzung. Gegenverkehr bekommt jetzt grün. Wir blockieren, nur um nochmal schnell rüber zu laufen. Und dann überlegen wir mit Lasst es. Von den beiden. Wir müssen uns auch dran halten. Ich weiß nicht, jeder hält sich dran. Lasst uns doch das Leben nicht schwerer machen, als es eigentlich schon ist. Also miteinander, nicht gegeneinander. Dann geht's weiter. Wir fahren jetzt mal hier so schön lang. Lieber Patrick, wenn du das hörst, wenn du verpixelst, bitte hier den Brief hier auch bitte verpixeln. Kann man. Hier gibt's Füchse, die holen sich hier die ganzen Adressen raus. So. Wir fahren jetzt weiter. Wir achten jetzt mal nicht hier auf den Grauen, der jetzt hier einen Spurwechsel macht. So ist ja eigentlich auch legitim. Ne? Innerorts mehrspurig bis 3,5 Tonnen, freie Spurwahl. Wir dürfen von links, von rechts überholen. Alles klar. Da soll es jetzt erstmal nicht, oder das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir beobachten mal bitte hier links, die Linksabbiegerspur. Was jetzt hier passiert? Achtung. Und ich hole jetzt nicht die Klischeekeule raus. Das könnt ihr vergessen. Und hier schön lang gepatcht, geradeaus weiter und holt sich somit den König des Tages. Herzlichen Glückwunsch, weil schön über die Sperrfläche drüber gejagt. Und da muss doch eigentlich die Spur aufhören, ne? Nach der Sperrfläche. Wir schauen uns das mal an. Na, so viel sehen wir jetzt auch nicht mehr. So,
Dann hat mir Martin noch diesen Clip hier geschenkt, zugeschickt. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe die E-Mail leider nicht mehr gefunden. Kann sein, weil ich habe mir das Video jetzt ein paar Mal angeguckt, es kann wirklich sein, dass der Fahrradfahrer über Rot fährt. Schlimmere daran, achso, ihr seht das noch ja nicht, ich sitze ja davor, da ist er. Und das Schlimme daran ist, dass hinten noch ein Kinderwagen dran ist. Aber so wie es aussieht, ist der leer. Gott sei Dank, weil dann wäre das noch mehr schlimmer. Kann man das sagen? Ja. Ich glaube, das wollte uns Martin hier zeigen. Aber glaub mir, es wird schlimmer. Es geht schlimmer. Glaub mir. Auch in diesem Video werde ich es beweisen, dass es schlimmer geht. So, wir fahren weiter. Wir bleiben bei Martin. Schön auf der Autobahn. Der LKW ein bisschen von seiner Spur ab. Jetzt hat er sich wieder gefunden. Das Ding ist, ihr seht schon, das Ding ist, da vorne wird es einspurig. Heißt, in 200 Metern wird es einspurig. Was macht der LKW-Fahrer? Der sortiert sich jetzt erstmal rüber. Ja, macht einen Spurwechsel auf die linke, weil die rechte dann natürlich gesperrt ist. Jetzt kommt der hier, so tierisch mega angepeitscht, ja, aber mit einer hohen Geschwindigkeit. Und ich glaube, dass die Geschwindigkeit auch geregelt wurde wegen den Reißverschluss der Fahrer hier, weil es einspurig wurde. Lasst es auf 100 oder auf 80 runter geregelt sein. Oder hier geht es nochmal runter auf 60. Also das kann man nicht sagen, dass mit 120 und dann noch runter auf, das kann nicht sein. Also ist er mit überhöhter Geschwindigkeit hier rangedengelt und hat dann halt sowas, weiß nicht, muss nicht sein. Und dann noch den LKW ausgebremst. Ja. So, wir sind mit Sebastian unterwegs, weil hier ist sehr schön zu hören, wie Sebastian sich erschreckt. Warum? Ach nee, stimmt gar nicht. Total falsch. Kommt noch. Oh Gott. Nein, König. Guck mal hier. Wir werden überrollt. Ja, komm, den können wir ein bisschen nehmen als König. Ja. Jetzt habe ich mich total verplappert. Ist das peinlich. So. Da hat Sebastian geschrieben, ja, ja, König hier. Ja, aber Sebastian, ich frage mich gerade, was du da machst. Guck mal hier, zack, ein halber König. Komm, halber König. Den Titel kriegst du. Halber König. Und dann noch den Vordermann eine Lichthupe geben. Ja. So, einen halben König hast du bekommen. So, wir bleiben bei Sebastian. Kreisverkehr, alles super. Soll nicht das Thema sein. Hier wird eine Lücke gesehen, die es nicht gibt. Hier wird rausgeschossen. Dankeschön. Wir müssen abbremsen. Lichthupe, Hupe. Das ganze Programm. So, weiter geht's. Das ist halt das Gefährliche. Wir haben vor uns jemanden, der Pfützen liebt. Ich liebe auch Pfützen. Nur das Fatale an Pfützen ist, du siehst nicht, wie tief sie sind. Und da hat er sich, glaube ich, selber erschrocken. Ich weiß jetzt ganz genau, was da drinnen vorging. Pfütze! Und da war ja keine Pfütze, das war ein Krater. Aufpassen bei so. Ich weiß, das macht mega Spaß, Pfützen fahren. Natürlich auch gucken, dass wir keine Passanten hier irgendwie nass spritzen und so weiter. Und ihr müsst halt damit rechnen, dass es auch tief abgeht. Ne? Wir können uns das ja gerne nochmal anschauen. Pfütze! Eieieiei. Kann natürlich auch sein, dass er einfach nur abgewichen ist und dann rein. Aber kann auch natürlich sein, dass er sagt, Pfütze. Und los geht's. So, bei uns geht es weiter. Und zwar, Günther hat hier was eingefangen. Und zwar möchte Günther nochmal darauf hinweisen, dass der Beruf Busfahrer ein sehr, sehr, sehr einsamer Beruf ist. Und wenn man schon einen anderen Busfahrer trifft, dass es auch legitim ist, dass man einen kleinen Schnack hält und sich austauscht. Weil der Job ja so einsam ist. Aber dann mitten auf der Fahrbahn anhalten, um zu schnacken. Das geht wiederum nicht. Ich weiß nicht, was sie, warum oder so, aber guck mal hier. Man muss schon auf dem Fahrradweg ausweichen. Wo wir eigentlich nicht drauf dürfen und ja. Und übrigens fährt er jetzt hier rein, wo er nicht reinfahren darf. Durchfahrt verboten. Na, haben wir ja auch schon schön mitgenommen. Sehr schön. Weiter geht's. Danke, Günther. Richtig schön eingedellt, zerkratzt unten der Holm. Also der, So,
So, wir schauen uns mal die Ampel an. Die Ampel hat rot. Die hat einen linksabbiegen Pfeil, rot. Rot, geradeaus, rot. Alles komplett rot. Nichts, das irgendwie grün wird, dass wir aus dem Augenwinkel erkennen könnten, okay, wir haben grün und fahren los, fälschlicherweise. Darum frage ich mich, da ist sogar das Plastik aufgerissen. Warum fährt er jetzt los? Was ist mit dem los? Also können wir schon vorstellen, so von der Höhe kommt das hin, aufs Wagen. Manchmal gibt es Situationen, da fragt man sich einfach nur, warum? So, jetzt kommen wir zu Christian. Nicht Sebastian, sondern Christian. Christian erschreckt sich jetzt dermaßen. Und hier nochmal meine Aufforderung, dass alle Fußgänger ab der Dämmerung eine pinke Rundumleucht auf den Kopf tragen müssen. Schaut genau hin. Und leider ist Christians Tonspur, warum? Da hat man, boah, den habe ich jetzt aber auch nie gesehen. Hat sich richtig, boah, erschrocken. Hören wir leider nicht. Ich weiß nicht warum. Die Technik. Naja. So, wir fahren weiter. Klassisches Rotlichtverstoß. Dankeschön. Weiter geht's. So. Jetzt wird's interessant. Dodo hat mir dieses Video geschickt und Dodo hat gefragt, wie sieht denn das aus, wenn nur der Fahrlehrer drinne sitzt? Darf er dann oben dieses Fahrschulzeichen drauf haben? Nein. Wenn der Fahrlehrer alleine unterwegs ist, muss er, es gibt ja einmal hier oben auf dem Dach dieses Fahrschulzeichen drauf und es gibt ja einmal hier hinten, kennt ihr vielleicht auch so einen Magneten, den man hinten drauf knallt. Nein, darf er nicht. Hin und wieder wird es mehr vergessen. Ich gebe auch zu, wenn ich mal schnell einen Fahrschüler rausschmeiße und ich hole mir schnell was zum Mittag, dann komme ich aus der Tankstelle raus und sage, ach verdammt, ich habe das Schild vergessen und dann nehme ich das Schild dann wieder ab und fahre zurück. Aber generell ist es verboten. Und jetzt hören wir uns mal den Dialog zwischen Dodo und seinem Beifahrer an. Von uns macht ja keine Fahrschule. Hat trotzdem das Ding da oben drauf. Weil da nur einer drinnen sitzt. Nee. So, Dodo hat jetzt gesagt, pass auf, hier, das darf gar nicht, da sitzt einer drinnen, das muss der Fahrlehrer sein. Und der hat oben sein Fahrschulzeichen drauf. Und Beifahrer sitzt auch jemand drauf. Sicher. Aber der Beifahrer denkt, da sitzt jemand, aber das wird wahrscheinlich die Kopfstütze sein. Der hat aber vorne diese Dinger hier für die Kopfstütze. So hoch? Natürlich Kopfstützen müssen so hoch sein. Die müssen so hoch sein wie der Kopf. Weil die Kopfstützen sind nicht dazu da, um sich zurückzulehnen, so, och, ist das schön entspannt. Sondern wenn ein Auffahrunfall ist, dass der Kopf abgefedert wird. Habe ich mal so einen Bericht gesehen, wo die Polizei jemanden angehalten hat, eine junge Dame, und gesagt hat, hier, ihr Kopfstütze ist gar nicht richtig eingestellt und die benutze ich ja sowieso nicht. Der Polizist, wie benutzen sie nicht? So, weiter geht's. So, jetzt müsste aber irgendeine Aktion kommen, wo uns sagt, nee, da kann kein Fahrschüler drin sitzen. Das muss der Fahrlehrer sein. Zum Beispiel hier, beim Überholen. Dies ist keine Fahrschule. Ja, bestimmt nicht, nee. So überholt kein Fahrschüler. Erst gerade, wenn hier Gegenverkehr kommt. Wird auch keine Fahrlehrer zulassen. So, wir kommen mal wieder zurück zu dem Thema Fahrradfahrer hinten mit diesen Kindern. Anhänger, Sitzanhänger, ihr wisst schon. So, wir haben ja gerade jemanden gesehen, der über Rot anscheinend gefahren ist. Und hier wird es eindeutiger. Pass mal auf. Es scheint gelb zu werden und sie fährt immer, es ist eine 7, sie fährt jetzt immer noch los, strampelt sich hier richtig ab. Also, jetzt wird es grün. Anstatt jetzt hier stehen zu bleiben, weil die guckt ja auch links und rechts, was ist denn los? Und sie müsste uns eigentlich sehen, dass wir anfahren und der Gegenverkehr auch anfährt. Nö, es wird eisern durchgezogen. Und ich hoffe, da sitzt kein Kind drin. Weil das ist, das verstehe ich dann wirklich nicht. Aber so wie sie sich abstrampelt, entweder ist es wirklich ein sehr dickes Kind oder die Bierkiste ist drin. Aber ich hoffe, dass es da kein Kind drin ist. So. Mein Schwiegervater, ich habe gestern mit ihm telefoniert und er hat mir gesagt, so mein Kumpel, der ... Ach, übrigens, nee, ich kann es ja ruhig sagen, der Werner guckt meine Videos. Hallo lieber Werner,
Schön, dass du meine Videos guckst. Und ich sehe den Werner immer wieder durch Niederschönhausen. Das wollte ich ja letztes Mal schon sagen. Ich sehe dich immer durch Niederschönhausen mit dem Fahrrad fahren. Super. Finde ich gut. So. Aber du erkennst mich immer nicht. Das ist, ich winke immer, ich kann aber nicht hupen. Das ist so, ne? Und mein Schwiegervater meinte, ja, der Werner guckt immer deine Videos. Aber er sagt, du magst keine Fahrradfahrer. Doch, ich mag Fahrradfahrer. Ich mag Fahrradfahrer. Ich nehme sogar Fahrradfahrer bei meinen Zuschauerclips hier mit rein, so wie der Marc. Ich bin auch Fahrradfahrer. Ich bin jetzt nicht so der Fahrradfahrer, der jeden Tag Fahrrad fährt. Aber sobald es wieder ein bisschen besser wird, das Wetter, werde ich mich wieder auf mein Fahrrad schwingen und Fahrrad fahren. Und da habe ich mir schon hier, ich kann es ja mal zeigen, meine alte Action-Cam wieder rausgeholt. Und da wird es wahrscheinlich auch Videos geben. Mal gucken. So. Also für alle da draußen, wenn ich den Eindruck mache, ich mag keine Fahrradfahrer, nee, ist nicht so. So, wir fahren jetzt weiter. Und Marc kam, boah, ist so knapp am Unfall vorbei, aber richtig knapp. Wir achten mal, was passiert. Und von rechts kommt, links kommt jemand und bremst gerade. Und ich kann euch jetzt auch sagen, was hier passiert ist. Und zwar, wir schauen uns mal das Schild an. Ja, jetzt kann man dann sagen, ja, der Marc kommt ja von der falschen Fahrtrichtung. Nee, es gibt auch Fahrradwege, die gegen der Fahrtrichtung befahren werden dürfen. So wie hier, die Pfeile sagen uns das. Und der hier, der Autofahrer, wird auch dieses Schild haben, wo drauf steht, Achtung, Fahrradfahrer von links und von rechts. Aber wir sind so geeicht, dass wir immer nach rechts gucken, von links kommen, Entschuldigung, nach links gucken, nach links absichern, weil wir sind so geeicht, alles, was von links kommt, wenn ich rechts abbiege, muss ich absichern. So, würde er jetzt hier nicht nur rechts abbiegen, sondern links abbiegen wollen, hätte er auch links gucken, rechts gucken müssen. Was ist denn heute los? Müsste er auch rechts gucken, also links und rechts. Und dann hätte der Marc auch wahrscheinlich gesehen. Aber hier wollte er jetzt nur rechts abbiegen, sichert also nur nach links ab und ist auch so gewohnt, dass auch die Fahrradfahrer dann von links kommen und nicht von rechts. Und dann, Gott sei Dank, hat er es noch gesehen. Wow. Alles gut gegangen. Die Schwester von der Annalena. So, bei uns geht's weiter. Und wir spielen jetzt mal Mäuschen, weil das ist ganz lustig. Oh. Warte. Wir haben erstmal einen König. Hier. Yeah! So, und wir spielen jetzt mal Mäuschen, weil es ist immer ganz lustig, bei den Leuten mal zuzuhören. Stellt euch vor, wir sitzen hinten auf der Sitzbank und hören jetzt einfach mal zu. Habe gespeichert. Meine Güte! Ich kann mal wissen, was mit solchen Leuten falsch ist. Dickes Auto und so. Ja, aber was hat es ihm jetzt gebracht? Was? Er kann jetzt etwas länger an der Ampel stehen und chillen. Ist ja witzig. Ich bin ja schon fast 60. So, und jetzt kommt was Diskriminierendes. Also da habe ich mich sehr diskriminiert gefühlt. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich solche Aussagen nicht unterstütze. Wir hören rein. Und jetzt geht's los. Ja, ist ein Mann. Was sonst? Hörnchenaufgaben ausgedacht, ne? Hörnchen frisst so und so viel Nüsse pro Minute. Wir hören weiter zu. Das Hörnchen hat Nussvorrat. Wie viele Nüsse kann man durch wie viele Hörnchen teilen? Ich habe mir ganz viele Sachen überlegt. Warum fällt er denn auf einer Tür? Ist der bestört? Keine Ahnung, was da passiert ist. Also die hintere Tür ist aufgegangen. Aber Gott sei Dank fällt dir nichts raus. Vielleicht sitzt auch ein Kind jetzt drin oder die Schwiegermutter. Also manche Leute. Ich kann es nicht erkennen. Ich
Jetzt haben wir was für die Dashcam. Ja, endlich. So, Dodo macht den Abschuss, denn Dodo schenkt uns ein König. Auf geht's. Yeah. Sehr schön. So, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Dankeschön für die wunderbaren Clips, Zuschauerclips 10. Wenn ihr so tolle Clips habt wie hier, schickt sie mir bitte zu. Wie gesagt, E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung. Das war Reich bin raus, euer Fahrlehrer des Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.